Willkommen in einer kleinen Oase mitten im Herzen von Leer. Hinter uns sehen Sie das Hospizhus Leer, also das Hospizhaus. Und neben mir steht die Leiterin Ute Flessner. Vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen, um über Hospizarbeit zu sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Hospizarbeit, da kann ich den ganzen Abend Ihnen was erzählen. Bei uns im Landkreis Leer ist vor über 20 Jahren die Hospizinitiative Leer gegründet worden von Gretel Blum-Jansen und einigen Ehrenamtlichen, die damals sich die Aufgabe wirklich sehr zu Herzen genommen haben, für Menschen da zu sein, die Unterstützung brauchen in der schwersten Zeit ihres Lebens. Denn wenn jemand Abschied nimmt vom Leben oder nehmen muss, dann geraten einige Menschen oder Familien in Situationen, wo sie sehr viel Unterstützung brauchen, wo sie überfordert sind und in dieser herausfordernden Zeit einfach jemanden brauchen, der da bleibt, der da ist und zuhört und Zeit schenkt. Da sind wir bei der Hospizarbeit, die im Mittelpunkt des heutigen Tages steht, des deutschen Hospiz- und Palliativtages. Es geht darum, deutlich zu machen, dass dies ein Thema eigentlich für uns alle ist. Denn der Tod gehört zum Leben dazu, auch wenn er häufig ausgeblendet wird. Und leider kommt dann irgendwann oder kann kommen eine Diagnose, die auch bedeutet, nur noch wenig Zeit zu haben. Es gibt die Möglichkeit, dann tatsächlich hier Gastfreundschaft zu finden. In diesem Hospizhaus, das ist ein stationäres Angebot. Genau, das ist der kleinere Teil der Arbeit im Landkreis Leer. Wir haben 12 Gäste, für die wir da sein dürfen. Das sind Menschen, die schwerst krank sind und genau wissen, dass sie nur noch kurze Zeit zu leben haben. Und diese Menschen brauchen unser Haus oder unsere Hospiz, weil sie nicht zu Hause umsorgt werden können. Die allermeisten Menschen wünschen natürlich, zu Hause zu bleiben. Jeder Mensch würde am liebsten zu Hause sterben. Und auch da ist sehr, sehr viel möglich über die ambulante Begleitung. Diese ambulante Begleitung wird inzwischen von nahezu 100 ehrenamtlich tätigen Männern und Frauen, mehr Frauen, aber es gibt zunehmend auch Männer, die sich engagieren und zu den Betroffenen nach Hause gehen. Das setzt ja auch Vertrauen voraus seitens der Betroffenen selbst, aber auch ihrer Familien. Das ist das, was wir immer wieder erleben. Wir bekommen einen Vertrauensvorschuss. Die Menschen wissen, dass sie sich bei uns melden können. Die Bereitschaft ist auch wirklich gewachsen durch die Arbeit der Initiative und durch viel Öffentlichkeitsarbeit und dadurch wissen Menschen, ja, da kannst du dich melden, die sind lieb zu dir, lass sie ruhig kommen und so gelingt die Arbeit. Und das bedeutet, dass man einen letzten Lebensabschnitt in Würde begehen kann, mit kostbaren Momenten, unter Einbindung von Lebensgefährten, Familien, die entsprechend da sind. Aber die Arbeit endet nicht mit dem Tod, sondern es gibt danach einen weiteren Abschnitt. Dann schließt sich der große Teil der Trauerarbeit an. Die allermeisten Menschen kommen zurecht in ihrer Trauer. Aber wenn Menschen Probleme entwickeln, es ist manchmal körperlicher Schmerz tatsächlich, dann wenden sich diese Trauernden auch an die Hospizinitiative, wo dann weitergebildete Trauerbegleiter für diese Menschen da sind. Und wir haben in diesen vielen Jahren der ehrenamtlichen Arbeit mittlerweile fast 20 Trauerangebote. Für jeden Menschen ist etwas dabei. Für alt, für jung, genau. Für auch Männer, habe ich gehört. Auch für Männer, Kinder und Jugendliche. Das ist ein großer Bereich geworden. Und da ist wirklich immer wieder was dazugekommen, wenn Bedarf da war. Auch das einer Teil dieser kleinen Oase, neben dem Hospizhus, dort das Trauerhaus oder eben die ambulante Begleitung. Deswegen, wenn jemand Hilfe braucht, dann mag er sich melden bei der Hospizinitiative einfach oder im Hospizhus. Und ich darf sagen, aus Kenntnis in eigenen Begleitungsfällen, hier wird geholfen und zwar wunderbar, fast himmlisch manchmal.
Und das hat zu tun mit Menschen, die mit Hingabe dabei sind. Insoweit an Sie und Ihr Team, liebe Frau Flessner, vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an die vielen, auch ehrenamtlich Tätigen, die ihre Zeit schenken, ihre Kraft, ihr Herzblut. Aber mir auch sagen, dafür werden wir wiederum erfüllt. In diesem Sinne, willkommen in einer kleinen Oase. Vielen Dank.